Im Moment gibt es kein Problem mit einer Herberge in Bethlehem. Maria und Josef heute könnten problemlos eine komfortable Unterkunft finden. Für die Menschen in Bethlehem ist es aber durchaus ein Problem. Wenn die Gäste nicht kommen, können die Gewerbetreibenden ihre handwerklichen und anderen Produkte nicht verkaufen. Das öffentliche Leben steht still. Der Überlieferung nach ist Jesus am Rande des Ortes geboren. Eine Geburtsgrotte, heute überbaut von einer Kirche, ist normalerweise das Ziel vieler Pilgerinnen im Heiligen Land. Immer brennt dort ein Licht als Zeichen für den menschgewordenen Gott. Doch jetzt stand vor kurzem ein Fernsehteam allein in der Geburtsgrotte. Niemand ist da. Niemand kauft ein, niemand darf kommen. Die Menschen in Bethlehem sind Beschränkungen gewöhnt. Ich habe das selber erlebt bei einem Besuch vor ziemlich genau 10 Jahren. Abgeriegelt war Bethlehem damals schon von der Mauer und den umgebenden Checkpoints. Jetzt muss zusätzlich eine Maske getragen werden und es kommen keine Busse mit Gästen aus Israel. Die Menschen in Bethlehem scheinen die Situation eher gelassen zu nehmen. Sie waren kreativ, wie immer schon, und verkaufen zum Teil ihre Waren jetzt online. Aber mich haben die Bilder mit den leeren Gassen und der ruhigen Kirche sehr berührt. So anstrengend ich es damals mit den Menschenmassen fand, so sehr erschreckt es mich heute. Niemand in Bethlehem? Keine Gottesdienste zu Weihnachten mit internationalen Gästen? Keine Hörerinnen der guten Botschaft? Mich macht das sehr nachdenklich. Und dann bin ich gestern beschenkt worden, eigentlich schon am Sonntag. Denn da haben die Pfadfinder wie jedes Jahr eine besondere Verteilaktion gemacht. Sie haben Licht in die ganze Welt verteilt. In Flugzeugen und mit der Bahn ist das Licht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem auch zu uns gekommen. Die ganzen 3000 Kilometer. Und so habe ich mir gestern unser Bethlehem-Licht, das Friedenslicht in der Stadt, abgeholt. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und hatte das Gefühl, einen Schatz zu transportieren. Das Licht aus der Geburtsgrotte leuchtet bei uns, mitten in unseren Gemeinden. Mich hat es seltsam getröstet. Niemand kann nach Bethlehem. Aber das Licht Jesu, Jesus selbst, kommt zu uns. Tatsächlich scheint dieses Licht vielen Menschen etwas zu bedeuten. Die Liste jedenfalls, auf der ich den Ausgabeort in Kassel gesucht habe, war fast unübersehbar lang. Da steht Würzburg neben Basberg, Jena neben Hosenfeld. In Winterberg und Meschede gibt es das Bethlehemlicht genauso wie in Bayreuth, Köln und Lübeck. Überall gibt es Pfadfinder, die das Licht von Bethlehem in den kleinsten Ort bringen. Nie zuvor ist mir aufgefallen, wie sehr der Name auch Programm ist. Die Pfadfinderinnen finden einen Pfad. Das Licht findet mit ihrer Hilfe den Pfad zu uns. Es findet zu mir, in mein Herz. Mir ist das Licht nahe gekommen. Das Licht von Jesu Geburt leuchtet bis Kassel, bis in unsere Gemeinden, bis in unsere Häuser und Herzen. Jesus kommt uns nahe. Das ist das Wichtige. Entscheidend sind eben nicht die vielen Menschen und vollen Gassen und Kassen in Bethlehem. Entscheidend ist, was von diesem Licht, das Gott in Bethlehem angezündet hat, für uns, für mich ausgeht. Mir geht es wie den Hirten. Ich stehe staunend vor diesem Licht und seiner Botschaft. Zaghaft getröstet und erfreut
höre etwas ungläubig und möchte doch glauben, da ist noch mehr. Gott ist da für dich. Das nennt man wohl Hoffnung. Meine Laterne für das Bethlehemlicht hat einen Stern. Das erinnert natürlich an den Stern über dem Stall von Bethlehem. An den Stern, der Hirten und Weisen den Weg zur Krippe zu Jesus wies. Dieses Licht vermag auch uns heute noch den Weg zu weisen. Es leuchtet hell über all unseren Dunkelheiten mit Pandemie, Krankheit, Sorge und Enttäuschung über den neuerlichen Lockdown. Machen Sie sich auf. Ich bin sicher, Sie werden das Licht finden. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Thank you.